Gefühlt haben wir eine Zeit erreicht, in der das Star Wars Franchise manchmal so an der Kippe zum Untergang steht. Aber dann kommen solche Sachen wie zum Beispiel Ahsoka, Book of Boba Fett, The Mandalorian. All diese Serien und natürlich auch die guten Filme kommen einfach so aus dem Boden gestampft und zeigen uns, wie geil Star Wars doch sein kann und wie geil Star Wars sein sollte. In diesem Video rede ich mal über die Serie Ahsoka. Es haben sich ein paar Leute gewünscht, ich hätte es sowieso gemacht und das ist es quasi. Und ich beziehe mich heute in dem Video nur auf Folge 1 bis Folge 5, also die aktuellste Folge, Stand der Aufnahme. Nicht, weil ich irgendwie nicht die Serie erst zu Ende gucken will, sondern weil ich gar kein Review direkt mache, also kein Recap, in dem ich jetzt auf jede einzelne Folge eingehe, sondern einfach meine Meinung zur ganzen Ahsoka-Folge oder zur ganzen Ahsoka-Serie bis jetzt kundtun möchte. Und das wird in diesem Video kommen und deswegen heiße ich euch direkt mal herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, als die Ahsoka-Serie angekündigt wurde, war ich irgendwie nicht wirklich gehypt, aber auch jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh mein Gott, was eine unnötige Schmutzserie. Ich war, also mir war es gleich, obwohl ich riesen Star Wars-Fan bin und ich auch Book of Boba Fett geguckt habe, The Mandalorian, Obi-Wan, all diese ganzen Serien, die kürzlich hervorgekommen sind, habe ich mir natürlich angeguckt und dementsprechend auch Ahsoka. Es war ja klar, auch wenn ich mich nicht krass drauf gefreut habe, es kam dazu. Es war ja auch keine große Überraschung, wie die Schauspielerin von Ahsoka dargestellt wird, wer sie spielt, bla bla bla. Haben wir alles schon durch The Mandalorian? Nee, Book of Boba Fett war es. Genau, haben wir das ja da schon quasi gesehen. Und deswegen war es ja keine große Überraschung. Und ja, was soll ich sagen? Also grob zusammengesetzt, ich finde die Serie Stand jetzt hammergeil. Das ist das, was Star Wars immer sein soll. Und ich kann euch einen ganz gewissen Grund nennen, warum es so gut ist. Und warum es nicht wie zum Beispiel Episode 7, 8, 9 ein leichter Flop war. Das alles liegt an Dave Filoni. Ja, dieser Kerl, der Regisseur der Ahsoka-Serie, aber unter anderem auch Regisseur von, oder zumindest Teilregisseur von Clone Wars, Rebels, Rogue One, The Mandalorian, Book of Boba Fett und das habe ich erst beim Recherchieren rausgefunden, auch von Avatar, Herr der Elemente, die Serie. Der Typ ist einfach ein King. Der ist fucking richtig in seinem Beruf und der sollte wesentlich mehr im Vordergrund ins Rampenlicht gedrückt werden, um mehr geile Sachen zu machen. Natürlich hat er auch an anderen Star Wars-Projekten mitgearbeitet. Ich meine, Star Wars Episode 7 hat er auch mit dran gearbeitet oder zumindest irgendeinen Part da übernommen, in Anführungsstrichen. Und auch wenn dieser Film nicht so der große Erfolg war, gehen wir einfach mal nur darauf ein, dass der Hauptteil oder der Großteil der Projekte, die Dave Filoni gemacht hat, einfach göttlich sind. Das ist Punkt 1. Dave Filoni ist King. Warum auch Ahsoka so gut ist. Aber das nun mal vorweg. Ähnlich wie bei meinen sonstigen Reviews zu verschiedensten Sachen habe ich mir jetzt hier einfach ein paar Punkte runtergeschrieben, auf die ich persönlich eingehe, die ich persönlich wichtig finde, die mir die Serie gut machen, also warum ich die Serie gut finde. Die Leute, die den Kanal kennen, wissen es, aber das ist hier nicht so ein einfach statisches Runtergerappel von guten und negativen Punkten, sondern einfach meine persönliche Meinung. Außerdem will ich hier direkt sagen, unabhängig davon, dass es nur meine persönliche Meinung ist, ist es natürlich auch eine spoilerbehaftete Review. Also heißt, falls ihr Ahsoka noch nicht gesehen habt, zumindest nicht bis Folge 5, haltet am besten ab oder lasst euch spoilern, das ist jetzt euch überlassen, aber ihr seid hiermit gewarnt worden, sage ich es mal so. Und jetzt starten wir mal wirklich in die Review. Wie gesagt, unabhängig davon, dass Dave Filoni einfach gut für Star Wars ist, sehr, sehr gut, müssen wir sagen, wir haben hier direkt zu Folge 1 einen großen Punkt bekommen, der einfach Star Wars momentan sehr, sehr stark macht. Und das ist zum einen Baylan Skoll und Shin Hati. Ich muss sagen, als ich diese Charaktere eingeführt gesehen habe, war es pure Gänsehaut. Und zwar aus dem simplen Grund, weil wir das, so wie wir es hier haben, eher selten bis gar nicht im Star Wars-Universum direkt gehabt haben. Und zwar, es sind weder Jedi, wie sie ja selber sagen, aber auch keine wirklichen Sith. Ihre Lichtschwerter sind weder blau, noch grün, noch lila, aber auch nicht rot. Sie sind orange. Es sind Machtnutzer, die auch irgendwo, zumindest Baylan Skoll, irgendwo in der Macht ausgebildet wurden. Aber sie haben sich gedacht, wisst ihr was? Leckt mich doch alle am Arsch, ich mache jetzt meinen eigenen Weg. Ich werde einfach Söldner. Finde ich super geil und ich denke mir, das müsste es doch eigentlich viel öfter geben. Verbessert mich, falls ich jetzt hier komplett falsch liege, aber ich kann mich jetzt an nichts erinnern, wo wirklich effektiv ein Machtnutzer, der als Jedi oder als Sith, potenziell eher als Jedi ausgebildet wurde, den Jedi-Orden verlassen hat und einfach zu einem Söldner wurde. Kenne ich jetzt so eigentlich nicht und das fand ich geil. Einfach diese Prämisse, es ist nicht hier
das Streben nach Macht und so von den Sith halt, ne, dieses Böse, ich möchte einfach nur stärker werden. Es ist aber auch nicht dieses Gleichgewicht herstellen, Frieden bewahren von den Jedi, was diese zwei antreibt. Es ist einfach Geld. Die wollen einfach bezahlt werden für das, was sie machen. Und es ist, stand jetzt noch kein größerer Hintergrund dahinter versteckt, außer dass sie wirklich einfach nur ja, Geld wollen. Und das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Warum sollte es das nicht geben? Die zwei lockern dieses Sith-Jedi-Ding super auf. Feiere ich aufs Übelste. Abgesehen davon, dass die schauspielerische Besetzung von den beiden top ist, die Designs noch besser sind, weil das ist für mich das erste Mal, dass ich wirklich effektiv sehe an Design von sowohl Shin Hati als auch Baylan Skull, dass wie hier Ritter, Jedi Ritter in Anführungsstrichen haben. Ihre Outfits, vor allem Baylan Skulls, ist so hart und zu 100% an irgendwelche altertümlichen Ritterrüstungen angelehnt. Das ist mir erst bei der dritten Episode so richtig aufgefallen. Das war Hammer. Ich finde diese Rüstungen von den beiden treffen unter dieses Motto, ja, keine Ahnung, Space Knights, halt so Ritter im Weltall, halt das, was Star Wars halt schon immer sein sollte. Jedi Ritter, so der Name schon, ne? Ich weiß nicht, ob das von euch jemandem auch aufgefallen ist, aber mir ist es so hart ins Auge geschossen. Die Rüstungen sehen wirklich aus wie Ritterrüstungen, feier ich. Wenn wir schon bei den zwei Schauspielern sind, die einfach göttlich besetzt sind, muss ich natürlich auch weiterreden. Wir haben sehr viele Schauspieler, beziehungsweise sehr viele Charaktere, die wir aus Rebels kennen, hauptsächlich aus Rebels und halt auch aus, in dem Fall jetzt zum Beispiel Boba Fett, und auch seit der kürzlichen Episode aus Clone Wars und. Wir haben sehr viele unterschiedliche Charaktere. Ob es die ganze Crew von den Rebels-Folgen ist, die wir hier sehen, oder was heißt die ganze Crew, aber ein Großteil. Unfassbar gut besetzt. Es gibt keine Besetzung, wo ich mir so denke, nee, da hätte man einen besseren Schauspieler oder eine bessere Schauspielerin hinsetzen können. Ich bin hundertprozentig überzeugt von den Rollen und auch, sie sind einfach stark getroffen. Auch die Designs natürlich wie immer. Um Gottes Willen, wenn wir über Star Wars Serien reden, müssen wir auch über Designs bzw. halt Outfits im Allgemeinen reden. Alle Kostüme, die wir da gesehen haben, waren wieder göttlich. Die Leute, die sich über irgendwie darüber aufregen, dass Ahsokas, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, Tentakel nenne ich sie mal, dass sie nicht so lang sind oder auch von den Twi'lek, dass die nicht so, weiß ich nicht, halt so realistisch sind, wie nun mal in den animierten Serien oder Filmen. Die Leute, die sich darüber beschweren, da denke ich mir so, hey, wir sind hier in der echten Welt, es gibt auch Grenzen. Und das muss man aber Star Wars lassen. Die Grenzen verschwimmen wirklich. Die Outfits, die Kostüme, super, super gut, wie immer. Dadurch auch allgemein sehr viele Anlehnungen an die ganzen alten, also was heißt alten, an die ganzen Serien von damals. Wie gesagt, hauptsächlich Rebels. Überall Easter Eggs zu Rebels. Die Klamotten sind immer noch sehr, sehr stark angelehnt an Rebels, ob es irgendwelche Abzeichen sind oder. Super geil. Super viel neue Sachen eingeführt ins Live-Action, sage ich mal. Ob jetzt der kleine Droide, wie hieß er nochmal, Chop, ich glaube schon, ob der jetzt in Live-Action eingeführt wird, was natürlich einen absoluten R2-D2-Vibe gibt, aber auf seine komplett eigene Art. Oder ob wir von dem anderen Droiden reden, dessen Namen ich jetzt komplett... Huang hieß er, genau. Da haben ja sehr, sehr viele gesagt, das soll so ein C-3PO-Ersatz sein, was ich absolut revidieren würde. Klar, es ist ein großer Droide, es ist ein Droide, der sehr, sehr höflich ist irgendwo, aber C-3PO und Huang sind dann doch schon... bisschen was anderes, definitiv. Aber auch super geil. Und es ist halt auch so dieses typische Comic Relief, der einfach immer eine Situation irgendwo auflockert. Einfach super geil. Wie gesagt, Kostüme kurz und knapp zusammengefasst, wie immer einfach super geil. Und kommen wir jetzt mal kurz zur Story. Also, ich mache hier ja ein ehrliches Review und ich muss auch sagen, dass die Story von Folge 1 bis Folge 3 hier und da etwas schleppend ist, gefühlt. Es ist sichtbar, dass da ein Storystrang verfolgt wird und der ist auch ganz gut. Aber was mich so ein bisschen ab und zu mal rausgeholt hat, war halt dieses Wechseln zwischen zum einen der Story von Ahsoka, die halt ihren eigenen Story-Arc hat, aber halt auch die ganzen Rebel-Charaktere. Leute, ich habe absolut Namen vergessen, ich habe es mir noch nicht aufgeschrieben. Die haben alle ihre eigene kleine Story, was ja auch eigentlich super gut ist, aber ich finde, es ist ein bisschen, für eine Serie ist es wieder ein bisschen zu viel Story. Und natürlich irgendwo schließen die alle zusammen. Gar keine Frage. Das Ziel ist natürlich klar, die bösen Bösis davon abhalten, Thrawn aus einer anderen Galaxie wiederzuholen und aber auf der anderen Seite irgendwie Ezra wieder zurückzuholen aus eventuell derselben Galaxie. So, das große Ziel ist natürlich da, aber ich finde, dass die Story, wie gesagt, von 1, also Folge 1 bis 3, hier und da ein bisschen langweilig. Und das sagen auch sehr, sehr viele, dass es einfach zum Teil ein bisschen lame ist. Das Ganze hat sich aber mit Episode 4, also mit Folge 4 und 5, komplett,
komplett geändert. Da komme ich aber gleich drauf zu. Eine Sache, die ich aber ganz geil finde, ist der Zeitpunkt der Story. Es ist halt nach dem Fall, also sehr kurz nach dem Fall des Imperiums. Es ist aber auch trotzdem eine weiterführende Story zu Rebels, was ja auch ein bisschen so... Es ist sehr verschwommen, also es ist natürlich, der Zeitpunkt ist relativ gut bekannt, aber es ist sehr, sehr verschwommen, zu welchem Zeitpunkt jetzt von was abhängig ist. Also es ist irgendwie ein geiler Zeitpunkt, finde ich. Dieses kurz nach dem Imperium, aber nicht so kurz nach Rebels, schon kurz nach Rebels. Irgendwie, es ist sehr, sehr geil irgendwie. Es ist ein cooler Zeitpunkt. Ich weiß nicht, warum ich den so cool finde, weil es, ich glaube, für mich sehr interessant ist einfach diesen ganz kurz nach dem Fall des Imperiums, was passiert denn hier so in der Welt? Es gibt natürlich, wie wir gesehen haben, sehr, sehr viele Imperiums-Zuhälter, sag ich mal, die noch fürs Imperium leben, arbeiten, aber halt auch die Leute, die halt komplett dagegen sind, und zwar die neue Rebellion halt natürlich, ne, kennt man ja. Eine Sache, die mir dann gerade noch spontan einfällt, oder eine Sache, die spontan mir jetzt noch in den Kopf schießt, zu diesem Zeitpunkt muss ja, also lebt ja auch Luke, soweit ich das ja jetzt verstehe, irgendwie muss er ja leben. Und da bin ich auch gespannt, ob wir ihn noch zu sehen bekommen. Das würde mich tatsächlich interessieren, ob in irgendeiner Folge vielleicht noch Luke vorkommt. Also es muss nicht sein. Wäre lustig, aber es muss nicht sein. Nur es passt halt vom Zeitpunkt her. Wir haben auch in einer Folge gehört, Senatorin Organa, natürlich Leia, ist ja klar. Und das heißt, Luke muss ja auch irgendwo sein. Und ich glaube, er ist noch nicht auf seiner eigenen kleinen Kackinsel da aus Episode 8 oder was das? Ja, keine Ahnung. Vielleicht kommt da noch was. Aber ist auch so eine Sache, die muss nicht sein, finde ich. Schweifen wir mal ganz kurz vom wirklich objektiven Part dieses Reviews und gehen mal zu einem sehr, sehr persönlichen Part dieses Reviews. Und zwar muss ich hier mal darüber reden, dass ähnlich wie bei One Piece mit Nami ich hier einen erweiterten Celebrity Crush of all time gefunden habe. Und das ist die Schauspielerin von Shinhati. Ivana Sagno, oh mein Gott, als Shinhati vor allem, also keine Frage, sie ist auch so eine sehr attraktive Schauspielerin, eine sehr attraktive Frau, keine Frage, aber als Shinhati, designtechnisch, klamottentechnisch, überhaupt, ja, das ist so ein neuer Star Wars Crush, den ich mir hier, der mich hier gepackt hat, muss ich sagen. Also Shinhati ist schon jetzt schon Favorite Star Wars Crush für mich, persönlich. Nur am Rande erwähnt, ich muss das hier kundtun, weil ich sagen muss, dass wirklich, die Folge, also die Szenen mit Shinhati gefallen mir schon mit am meisten, muss ich sagen, ja. Also ich wollte es einfach erwähnt haben. Für die, die es interessiert, ja, schön. Für die, die nicht, naja, hier habt ihr es trotzdem zuerst gehört. Aber switchen wir jetzt mal wieder zum Kern des Reviews und auch zum Kern dieses Videos wahrscheinlich, und zwar Folge 4 und 5. Aber hauptsächlich Folge 5. Und zwar hat uns Dave Filoni das gegeben, worauf sich so viele Star Wars Fans, vor allem junge, also beziehungsweise jetzt alte Star Wars Fans, die früher aber jung waren zu Anfang Star Wars, schon immer gewünscht haben. Und das ist, wir haben Live-Action-Klonkriege mitbekommen, gezeigt bekommen. Wir haben Anakin Skywalker. Wir haben fucking Hayden Christensen wieder mal als Anakin Skywalker in Live-Action bekommen, nachdem wir ihn bei Obi-Wan schon bekommen haben. Nur hier in noch krasser, meiner Meinung nach. Die Szenen, die sich da abspielen zwischen Anakin, Ahsoka, in den Klonkriegen, in Live-Action, das war einfach pure Gänsehaut, das war Hammer. Allein diese erste Szene, wo wir da den ersten Klontrooper herlaufen sehen und man sieht diesen Helm, diesen Generation 1 Klontrooper-Helm. Und du weißt genau, okay, wir befinden uns hier in den fucking Klonkriegen, zum Start der Klonkriege. Ahsoka ist noch nicht lang dabei, Anakin ist auch noch relativ jung gehalten. Man sieht, er hat seine typische Clone Wars Rüstung, die er immer hat, seine kurze Frisur noch zu dem Zeitpunkt. Alles ist geil. Wir sehen Rex, was super krass war. Also wirklich in Live-Action in Rex so zu sehen. Den Oldschool Rex. Das war, also ich weiß nicht. Diese Folge, also Folge 5 von Ahsoka, hat wirklich gezeigt, wir brauchen irgendwie eine Live-Action-Verfilmung von Clone Wars. Das wäre super geil, ob es jetzt nur als Film gemacht wird oder einfach nochmal als Serien-Reboot. Einfach die ganzen Clone Wars bitte einmal in Live-Action. Oh mein Gott, wäre das geil. Es wird wahrscheinlich nie passieren, leider. Aber das alles überhaupt mal zu sehen, wie gesagt, die ganzen Clone Trooper, Ahsoka in Jung mit ihren grünen Lichtschwertern zu dem Zeitpunkt noch, grün-gelblichen muss man ja sagen. Wie gesagt, Anakin noch als jungen Jedi, sage ich mal, wirklich in Live-Action zu sehen und das halt nicht so, also in Episode 2 und Episode 3, da sind ja gefühlte Jahre zwischer gewesen, also gefühlt, ne? Aber das war einfach super episch. Wir brauchen auch einfach davon wirklich mehr, ob es jetzt in Serienform ist oder in Filmform. Ich würde mich so hart freuen, mehr Clone Wars Sachen in Live-Action zu sehen. Und natürlich noch mehr
über weitere kleine Gastauftritte von Hayden Christensen als Anakin Skywalker. Und das ist jetzt auch der abschließende Punkt hier, über den ich jetzt wahrscheinlich sehr, sehr lange schwadronieren könnte. Hayden Christensen als Anakin Skywalker beziehungsweise fucking Darth Vader in Episode, also in Folge 5 von Ahsoka, war Peak Star Wars. Facts aus meiner Warte. Das war für mich Star Wars in seiner Peak-Form, wie es nur hätte sein können. Wir haben überhaupt Anakin wieder gesehen, was super geil war. Wir haben Anakin in den Klonkriegen gesehen, was noch geiler war. Ahsoka, die ja weiß, was mit Anakin passiert, sieht immer wieder, oder es gibt ja diese eine Szene, die erste Szene, sag ich mal, wo man so Blitze sieht und man kurz sieht, wie Anakin zu Darth Vader wird, mit rotem Lichtschwert, mit seinem Anzug, mit allem und wieder zurückflasht. Und man merkt schon, Ahsoka hat schon... Die hat schon hier Aua im Herz, sag ich's mal so. Und dann geht dieses Gespräch zwischen den beiden weiter. Wir haben so viele kleine Anspielungen an Clone Wars und alles Mögliche. Aber vor allem einfach dieses Gespräch zwischen Anakin und Ahsoka, wo Ahsoka quasi sagt, dass sie, warum sie zum Beispiel aus dem Jedi-Orden gegangen ist, überhaupt alles, was da passiert ist, dass sie nicht als Kriegerin, als Kämpferin leben möchte, sondern halt nicht kämpfen will. Und Anakin aber sagt, dass es sein muss, dass er ihr das beibringen muss. Und dann der Moment, wirklich der Moment, das ist der erste Moment und ich habe bis zu diesem Zeitpunkt nicht gewusst, dass Star Wars Fans diese Szene brauchen. Der Moment, als Anakin Skywalker auf einmal mit einem roten Lichtschwert, seinem roten Lichtschwert in der Hand steht und kämpft. Holy shit, das hatten wir noch nie. Gut, er hatte mal ein rotes Lichtschwert von Count Dooku so in der Hand. Ja, aber sein Lichtschwert, er als Anakin, nicht als Darth Vader, mit einem roten Lichtschwert, mit Sith-Augen, mit allem. Es war so fucking geil. Und dann diese Szene, wie Ahsoka halt sagt, oder wie er sagt, hier, ne, entweder du lebst oder du stirbst. Und Ahsoka so sagt, ja, nee, und er halt, also ich werde die Szene hier safe eingeblendet haben oder einblenden. You've learned nothing. Don't say that. Back to the beginning. I gave you a choice. Live. Die. No. Incorrect. Einfach nur episch. Der Kampf geht weiter. Es ist nicht viel, viel krass viel Kampf, was ich gut finde. Und dann diese Szene, wie er sie quasi aus dieser Traumwelt nicht mehr unbedingt, aber dieser Vision rausschmeißt und dann mit diesem Blitz im Hintergrund auf sie zugeht und immer wieder Darth Vader so aufblitzt. Oh mein Gott! Ich muss dir mal kurz abseits von Star Wars sagen, also was heißt abseits von Star Wars, abseits von der Serie jetzt. Hayden Christensen wurde ja früher so hart dafür gemobbt und gehasst, dass er Anakin gespielt hat. Viele Leute beschweren sich nach wie vor, dass in der Neuauflage von Star Wars Episode 6 er als Machtgeist dasteht und nicht der Schauspieler vom Darth Vader. Ich weiß nicht, wer ihn gespielt hat, keine Ahnung. Aber dass er quasi in diese CGI-Version reingemodelliert wurde und das beschweren sich so viele drüber und ich muss sagen, ich nicht. Ich muss sagen, ich habe Hayden Christensen als Anakin Skywalker schon immer geliebt. Von Anfang an, das ist vielleicht, was hat das mit dem Alter zu tun, ich weiß es nicht, aber mittlerweile ist ja Hayden Christensen wirklich geliebt dafür, Anakin Skywalker zu verkörpern. Und das hat er verdient. Einfach nur straight up verdient. Das wirklich, ob es in Obi-Wan war, wie sehr haben wir uns alle gefreut, als er in Obi-Wan war. Ich meine, oh mein Gott, es ist super geil und man muss auch einfach sagen, sowohl Darth Vader natürlich als Person ist Star Wars, aber mittlerweile ist wirklich Anakin eher Star Wars. Heißt, Hayden Christensen ist wirklich das Gesicht von Star Wars mitunter geworden, was einfach super gut ist und weil es einfach passt, weil wir auch hier in der Folge gesehen haben, nicht nur Darth Vader ist der böse Bösi. Nein, es ist Anakin, der hier zum bösen Bösi wird. Und das war einfach das, was wir gebraucht haben mal. Ich finde, das ist einfach super geil. Es hat, klar, Star Wars Episode 3, man kennt sie alle, Kampf auf Mustafa, übel episch. Aber das hier war nochmal ein anderes Level an episch. Ich weiß nicht warum, aber es war einfach Peak Star Wars für mich. Hacks! Um jetzt aber noch kurz den Abschluss zu fassen, weiterhin. Der Kampf geht noch so ein paar Sekündchen und dann Ahsoka, ne, er haut ihr die Lichtschwerter aus der Hand. Ahsoka schafft es aber, ihn zu überwältigen. Und dann kommen wir zu einer Szene, wo ich mir persönlich nicht sicher bin, ob ich da das gesehen habe, was ich gesehen habe. Aber von der Story her, und da wird vielleicht mal ein extra Video zu kommen, gehe ich stark von aus, weil das wird dieses Video sprengen, haben wir kurz gesehen, wie Ahsoka halt mit dem roten Lichtschwert von Anakin ihm quasi am Hals packt oder mehr oder weniger ihn an den Hals hält. Und gefühlt sehen wir, dass Ahsoka ganz, ganz, ganz kurz
Sith-Augen hat. Entweder kam es mir so vor oder es war so. Und das war ja auch der Moment, wo sie danach das Lichtschwert wegwirft. Anakin, ich mache jetzt extra mit Gänsefüßchen, quasi seine Sith-Augen, er macht die Augen zu, macht sie wieder auf und dann ist wieder der gute Anakin da. Und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen und er sagt mehr oder weniger, jopp, deine Ausbildung ist hiermit dann bestanden, du bist jetzt fertig, ne? Läuft. Und dazu gibt es jetzt super viele Theorien. Zum Beispiel, es fängt damit an, dass Anakin in dieser Form gar kein Machtgeist ist, sondern der Vater. Und da geht's sehr, sehr weit in die Materie von Clone Wars mit dem Vater, der Tochter und dem Sohn und dem Gleichgewicht der Macht. Und dass Anakin der Auserwählte ist hier und da. Und das ist so ein Ding, das werde ich in einem extra Video mal thematisieren, weil ich das super, super, super interessant finde. Kurz rund abzuschließen. Diese Episode, natürlich auch das Ende davon, mit den komischen Wahlen da, alles super geil, keine Frage. Alles, diese Serie ist super stark, aber diese Episode explizit, die Szenen mit Anakin und Ahsoka zusammen, waren episch as fuck und das ist super schwer zu übertreffen. Das wird so leicht nicht mehr getoppt werden. Bin ich der Meinung. Wenn ihr andere Meinung sagt, schreibt es jetzt gerne mal in die Kommentare. Meine Meinung zu der Serie, top. Für mich bis jetzt, 9 von 10 würde ich sagen. Die eine Folge ist 10 von 10, aber der Rest zieht es ein bisschen runter. Deswegen 9 von 10 für Star Wars Fans, ein absoluter Muss. Für jeden Anakin Skywalker Fan, jetzt sowieso ein Riesenmuss. Und für alle Leute, die sowieso sagen, Star Wars Hauptsache, es ist Star Wars. Es muss nichts mit den Charakteren zu tun haben, die ich kenne. Das ist mir egal, ich möchte einfach nur eine Serie im Star Wars Universum haben. Für die Leute ist diese Serie wirklich einfach perfekt. Deswegen 9 von 10 Punkten von mir bis jetzt, bis Folge 5. Und ich denke, ich werde auch mal ein abschließendes Video dann dazu machen. Also wie gesagt, 3 Videos, die sich jetzt, also mit dem hier, die sich um die Serie Ahsoka drehen, werden auf jeden Fall insgesamt hier auf dem Kanal kommen. Ich habe mir auch überlegt, es kommt vielleicht mal echt nochmal ein bisschen mehr Star Wars, weil momentan bin ich dann wieder ein bisschen mehr so der Star Wars Schwamm. Ich saug momentan sehr viel Star Wars Wissen wieder auf und das gefällt mir. Es macht mir wieder sehr, sehr Spaß, Star Wars mich damit auseinanderzusetzen. Gut, wie gesagt, nichtsdestotrotz, Serie geil. Guckt sie euch an, wenn ihr Disney Plus habt, sowieso. Wer sie schon gesehen hat, auch bis hierhin, bitte eure Meinung in die Kommentare. Also ich glaube, wir sind uns alle Star Wars Fans einer Meinung, dass diese Serie top ist, dass die Folge 5 episch war. Und ja, das, wie gesagt, könnt ihr gerne aber mal in die Kommentare schreiben. Und wenn euch solche Videos ähnlich zu allen möglichen Themen, Serien, Filmen, alles um diese Themen herum gefallen, checkt gerne mal den Kanal aus. Hier kommt jedes Wochenende mindestens 2 Videos zu diesen Themen. Querbeet, es muss nicht nur Star Wars sein, es kommt sehr viel The Walking Dead. Dieses Wochenende wahrscheinlich auch wieder ein The Walking Dead Video plus, sehr wahrscheinlich, ich möchte noch nicht zu viel versprechen, aber sehr wahrscheinlich dieses Wochenende auch das Einjahres-Special, wenn ich es bis dahin fertig habe. Wenn nicht, dann kommt es nächstes Wochenende. Leute, chillt, ne? Ich verstehe, ihr seid immer so gutmütig. Wenn ich mal ein Video aussetze, ist es voll okay für euch. Aber wie gesagt, eventuell dieses Wochenende 3 Videos, ansonsten nächstes Wochenende das Special. The Walking Dead kommt dieses Wochenende auf jeden Fall noch ein Video. Eins, was auch schon länger gewünscht ist, sage ich mal. So, und jetzt möchte ich nicht länger um den heißen Brei reden. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr auf dem Kanal mal vorbeischaut und vielleicht auch gerne ein Abo dalasst. Ansonsten würde ich sagen, ich würde mich, wie gesagt, sehr, sehr freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder, oder was ist in der nächsten Folge, im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch. Aber bis dahin bin ich jetzt erstmal raus. Ciao.